Hallo und willkommen zurück zum Python-Tutorial. In den letzten Episoden ging es größtenteils um Schleifen. Aus diesem Grund machen wir heute eine Übung zu Schleifen. Fangen wir direkt an. Eure erste Aufgabe soll es sein, ein Programm zu schreiben, wo der Benutzer erstmal zwei Zahlen eingeben soll und anschließend wird dann die Summe aller Zahlen, die dazwischen liegen, ausgegeben. Also als Beispiel, wenn der Benutzer 5 und 10 eingibt, dann wird einfach das Ergebnis von 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 ausgegeben. Aufgabe B ist recht ähnlich. Der Benutzer soll erstmal wieder zwei Zahlen eingeben und anstatt jetzt alle Zahlen, die dazwischen liegen, zusammenzurechnen, wollen wir sie in einen String packen und jeweils die Zahl mit einem Leerzeichen voneinander trennen. Am Ende sollt ihr diesen String dann ausgeben. Dabei müsst ihr aber beachten, dass dieser String weder am Ende noch am Anfang jeweils ein Leerzeichen enthalten soll. Also gucken wir uns wieder unser Beispiel an. Erste Zahl 5, zweite Zahl 10. Dann ist das Ergebnis 5, Leerzeichen 6, Leerzeichen 7, Leerzeichen 8, Leerzeichen 9, Leerzeichen 10. Und wie gesagt, ihr sollt darauf aufpassen, dass nicht vor der 5 noch ein Leerzeichen und auch nicht nach der 10 noch ein Leerzeichen ist. Gut, dann kommen wir auch schon zur dritten und somit letzten Aufgabe. Und hier machen wir ein kleines Ratespiel. Und zwar soll der Benutzer versuchen, eine Zahl zu erraten. In einem bestimmten Bereich, zum Beispiel zwischen 1 und 100 oder so. Wenn er falsch liegt, dann wird ihm gesagt, ob seine Zahl, die er eingegeben hat, zu groß oder zu klein war. Und dann soll er es nochmal probieren. Er probiert es einfach so lange, bis er die richtige Zahl eingegeben hat. Dann wird ihm zum Beispiel gesagt, dass es richtig war und das Programm wird dann beendet. Wichtig anzumerken an der Stelle ist, dass ihr ja noch nicht gelernt habt, wie ihr zufällige Zahlen erzeugt. Das heißt, wir behelfen uns an der Stelle einfach, indem wir eine konstante Zahl dafür wählen. Also beispielsweise muss der Benutzer einfach jedes Mal 5 erraten. Später, wenn ihr wisst, wie ihr Zufall erzeugt, könnt ihr das ja vielleicht mal selbstständig abändern. Aber da wir das noch nicht wissen, können wir das im Moment leider noch nicht machen. Gut. Dann fangt am besten jetzt an, die Aufgaben zu bearbeiten, denn ich zeige jetzt die Musterlösung. Aufgabe A. Zu Beginn wollen wir ja erstmal für Benutzer zwei Zahlen kriegen. Das heißt, dass wir erstmal einfach schreiben, value1 ist gleich int von input von gib die erste Zahl ein. value2 ist gleich int von input von gib die zweite Zahl ein. So, jetzt haben wir schon mal die Zahlen vom Benutzer eingeben lassen. Allerdings haben wir jetzt noch mal erstmal ein Problem. Und zwar wissen wir jetzt nicht, welcher Wert kleiner ist als der andere. Wir müssen ja vom einen zum anderen hochzählen im Prinzip, um alle Werte dazwischen zu kriegen. Aber um hochzuzählen, müssen wir erstmal wissen, welcher Wert kleiner ist. Ich könnte in value1 jetzt 5 und in value2 10 reinschreiben, aber ich könnte es auch genauso gut andersrum machen. Das heißt, wir müssen den kleineren erstmal ermitteln. Das machen wir mit if value1 kleiner value2. Dann sagen wir einfach, smaller 1 ist gleich value1 und bigger 1 ist gleich value2. Wenn dem aber nicht so sein sollte, dann sagen wir, smaller 1 ist gleich value2 und bigger 1 ist gleich value1. Somit wissen wir jetzt in jedem Fall, dass in smaller 1 der kleinere Wert drin steht und in bigger 1 der größere. Für den Ausnahmefall, dass beide Werte gleich sein sollten, dann würden wir auch im else-Block landen. Allerdings ist es ja in dem Fall egal, weil beide Werte eben gleich sind. Das heißt, was wir jetzt in Smaller und was in Bigger speichern, ist irrelevant. So, jetzt stellt sich erstmal die Frage nach der Schleife, die wir verwenden. Formal gesehen geht es natürlich erstmal sowohl mit der While- als auch mit der For-Schleife. Empfehlen würde ich euch aber die For-Schleife. Allerdings zeige ich es in der Musterlösung hier einfach mal mit beiden Schleifen. Wir fangen aber mit der For-Schleife an. Das geht for i in range, smaller one ist unser Anfangswert. Und bigger one im Prinzip unser Endwert, allerdings würden wir so, zum Beispiel bei 5 und 10, bereits bei der 9 enden, weil der Endwert, den wir in die Range-Funktion reingeben, nicht mehr mitgenommen wird. Das heißt, wir nehmen bigger one plus 1, damit die 10 auch mitgenommen werden würde. Beziehungsweise egal, welchen Endwert wir jetzt auch immer haben. Gut, jetzt wollen wir im Prinzip einfach das Ergebnis berechnen. Das heißt, wir sagen uns erstmal hier oben, dass wir ein Result ist gleich 0 machen, um erstmal eine Variable Result zu haben, die aber eben erstmal einfach nur auf 0 gesetzt ist. Hier unten sagen wir dann einfach result plus gleich i. Das heißt, alle Werte, die i hat, rechnen wir einfach auf result drauf. Das sind ja alle Werte zwischen smaller one und bigger one. Am Ende geben wir dann einfach aus print das Ergebnis lautet result. Gut, dann probieren wir das Programm gleich mal aus. Also Start, 5, 10, das Ergebnis lautet 45. Das könnt ihr gerne nachrechnen, wenn ihr wollt. Ich sage euch einfach mal, das stimmt. Probieren wir es auch mal direkt andersrum, mit 10 und 5. Da haben wir hiergegen abgesichert mit smaller one und bigger one, also das Ergebnis lautet immer noch 45. Das funktioniert natürlich jetzt nicht nur mit 5 und 10, sondern mit allen anderen Werten genauso, aber das könnt ihr gerne selbst ausprobieren. Wir gucken uns jetzt noch kurz an, wie das Ganze auch mit der while-Schleife geht. Und zwar nehme ich die For-Schleife mal weg und schreibe while smaller
One und jetzt kleiner gleich bigger One. Solange das der Fall ist, sagen wir wieder Reset plus gleich, jetzt nicht i, weil wir i nicht haben, sondern smaller One. Und wir rechnen dann smaller One plus gleich 1. Das heißt, smaller One wird immer um 1 erhöht, bis es eben größer ist als bigger One. Und somit haben wir jeden Wert zwischen dem kleineren und dem größeren Wert abgeklappert. Und eben bei Reset draufgerechnet. Also probieren wir das Ganze mal aus. 5 und 10. Da kommt wieder, wie wir sehen, 45 raus. Und natürlich auch wieder andersrum. 10 und 5, da kommt auch wieder 45 raus. Also wie wir sehen, das Programm funktioniert. Aufgabe B. Genauso wie bei Aufgabe 1 brauchen wir erstmal zwei Werte vom Benutzer, also fangen wir wieder an mit value1 ist gleich int vom Input von gib die erste Zahl ein und value2 ist gleich int von Input von gib die zweite Zahl ein. Dann ermitteln wir wieder den größeren und den kleineren Wert, auch wie bei Aufgabe 1. Dafür beschleunige ich euch einfach mal kurz. Und jetzt machen wir es auch wie bei Aufgabe 1 erstmal einen Anfangswert. Wir hatten ja reset ist gleich 0. Allerdings wollen wir jetzt einen String machen, also sagen wir reset ist gleich und zwar ein leerer String. Auch hier gilt, es geht natürlich mit while und mit for. Auch hier würde ich aber tatsächlich wieder eine for-Schleife empfehlen. Dennoch zeige ich wieder beide Varianten. Fangen wir mit for an. For i in range. Smaller one, bigger one. Diesmal allerdings nicht plus 1. Warum nicht, sehen wir gleich. Und zwar einfach result plus gleich str von i plus ein Leerzeichen. Wenn wir jetzt wieder bigger one plus 1 genommen hätten wie bei Aufgabe 1, dann würden wir den letzten Wert auch mitnehmen. Das wollen wir in diesem Fall aber ganz bewusst nicht. Denn wie wir sehen, fügen wir jedes Mal an result den String von i zum String gecastet an und ein Leerzeichen. Wenn wir das aber dann auch mit dem letzten Wert tun, dann haben wir das Problem, dass am Ende unseres Strings auch ein Leerzeichen ist. Allerdings wollen wir den String ja einfach abschließen, ohne am Ende noch ein Leerzeichen da hinten dran kleben zu haben. Deswegen fügen wir den letzten Wert jetzt unter der Vorschleife hinzu. Das heißt, result plus gleich str von bigger one. Allerdings jetzt ohne Leerzeichen. Am Ende gebe ich jetzt einfach mal aus. Print. Result. Wenn ich das jetzt ausführe, dann geben wir wieder die erste Zahl ein und die zweite Zahl. Und dann sehen wir, dass unser String 5, 6, 7, 8, 9 und 10 ergibt. Natürlich sieht man jetzt hier nicht, ob am Ende noch ein Leerzeichen ist. Deswegen machen wir einfach mal Folgendes. Wir sagen nach dem Result hier noch Komma und jetzt hier irgendein Zeichen. Ich nehme mal ein A. Aufpassen, durch das Komma bei Print wird ja sowieso noch ein Leerzeichen angefügt. Das heißt, wenn hier nur ein einziges Leerzeichen ist, dann ist das schon so richtig. Denn wenn wir das jetzt wieder ausführen und ich 5 und 10 eingebe, dann sehen wir, dass hier das Leerzeichen ist, das sich durch Print hier kreiert, durch das Komma. Und dann kommt schon unser A. Das heißt, wir haben am Ende unseres Strings kein weiteres Leerzeichen. Gut, dann machen wir das gleiche nochmal mit der While-Schleife. Also die Vorschleife wird gelöscht. Und wir sagen while smaller one, kleiner, bigger one. Hier das gleiche. Wir machen nicht kleiner gleich wie bei Aufgabe 1, sondern nur kleiner, um den letzten Wert nicht dabei zu haben. Jetzt sagen wir result plus gleich str von smaller one plus ein Leerzeichen und smaller one plus gleich 1. Das hier unten können wir alles so lassen und dann führe ich das Ganze wieder aus. Nehmen wir mal andere Werte, zum Beispiel 3 und 15 und dann sehen wir, dass da wieder alles ausgegeben wird. Und natürlich können wir auch kurz testen, wir können das auch andersrum machen, 15 und 3 und trotzdem wird es hier in der richtigen Reihenfolge alles ausgegeben. Somit haben wir die Aufgabe auch bewältigt. Aufgabe C. Bei dieser Aufgabe solltet ihr ein kleines Ratespiel programmieren. Deswegen legen wir erstmal die Zahl fest, die erraten werden soll. Das nenne ich einfach mal Secret Value und setze es auf 42. Ihr könnt natürlich jeden Wert nehmen, den ihr wollt. Wie gesagt, Zufallszahlen kennen wir ja noch nicht, deswegen brauchen wir einen festen Wert. Jetzt machen wir eine Endlosschleife, indem wir einfach sagen while true. Und zwar choice ist gleich int von input von gib eine Zahl ein. Jetzt müssen wir im Prinzip einfach nur noch auswerten, ob die Eingabe des Nutzers größer, kleiner oder gleich 42 ist und dementsprechend natürlich handeln. Also if choice kleiner secret value, dann sagen wir print zu klein, versuch es noch einmal. Jetzt machen wir noch nicht einen else-Block, sondern einen elif-Block.
Und zwar Choice größer Secret Value. In dem Fall sagen wir Print zu groß. Versuch. Es noch einmal. Und erst wenn Choice weder kleiner noch größer als Secret Value ist, können wir uns sicher sein, dass es genau Secret Value sein muss. Das heißt, wir brauchen hier keine weitere Abfrage, sondern können einfach sagen else print Glückwunsch. Du hast die Zahl erraten. Und jetzt, damit die Schleife nicht wieder von vorne beginnt, sagen wir break. Gut, im Prinzip sind wir damit auch schon fertig. Probieren wir es einfach mal aus. Ich sage zum Beispiel mal 10. Dann wird uns gesagt, unsere Zahl ist zu klein. Wir sollen es auch mal versuchen. Bei 50 ist unsere Zahl zu groß. Und bei 42 steht Glückwunsch, du hast die Zahl erraten und das Programm wird beendet. Somit ist auch Aufgabe C erfüllt. Gut, das wäre es dann für heute auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, ihr habt die Übungen gut bewältigen können und auch alles verstanden, was ich hier in der Musterlösung gemacht habe. Ansonsten gerne eine Frage in die Kommentare. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!